was die jungen Leute immer wieder interessiert, deine Position zur Drogenpolitik, Legalisierung von Marihuana. Ich bin für die Legalisierung von also Marihuana, also finde der Bereich müsste entkriminalisiert werden. Das ist das Und eine, Legalisierung ist nochmal das andere. ja, also ich bin, meine persönliche Position ist quasi eine Okay. Legalisierung. Wenn es legal ist, dann ist es entkriminalisiert in dem Sinne. Ich würde daher auch den Besitz von Marihuana, also den würde ich nicht also unter Strafe stellen. Ich glaube, dass wir dieser Art Drogenpolitik auch nicht weit gekommen sind. Und also dazu habe ich mich ja auch schon in der Vergangenheit häufiger öffentlich geäußert, dass ich also quasi auch in anderen Bereichen übrigens des Drogenkonsums dazu übergehen würde, dass wir vorsichtig sein müssen. Wir dürfen nicht die abhängigen Menschen kriminalisieren. Wir müssen schauen, dass bestimmte Drogen, die also tatsächlich jetzt nicht Marihuana, aber die wirklich sehr gefährlich sind, dass die konsequent auch, also sage ich mal, weggedrängt werden. Das gelingt mir aber nicht, indem ich die Nutzer kriminalisiere. Dürfte ich nach dir in meinem Garten Cannabis anbauen? Also ich persönlich hätte damit kein Problem, nein.